Danach fragte Bärbel, welches Bild man für die Kapelle nehmen solle. Die Erscheinung wies auf das Bildstöckchen mit dem Bild der dreimal wunderbaren Mutter und sagte, man solle dieses Bild nehmen, weil sich auch hier eine Schar gesammelt hätte, die vor diesem Bild schon viel gebetet und geopfert habe. Sie habe diese Opfer angenommen und sie wolle, dass noch viele Menschen zu diesem Bild geführt würden und als ihr geweihte Opfer ihr die Macht geben, das Reich des Friedenskönigs zu schaffen. Wenn diese Schar anfange, ihren Willen zu erfüllen, dann werde sie von hier aus die ersten und größten Wunder wirken. Sie werde das immer dort tun, wo die Menschen zuerst ihre Botschaft anerkennen und befolgen. Die Wunder würden aber nur ihren Kindern sichtbar sein, weil sie sich im Verborgenen zeigen. Die Erscheinung forderte Bärbel zum Beten auf. Meine Kinder müssen den Ewigen mir loben und preisen und ihm danken. Dafür hat er sie ja erschaffen, zu seiner Ehre. Für die Sünder solle viel gebetet werden. Deshalb sollen sich ihr viele zur Verfügung stellen, damit sie ihre Aufträge zum Beten geben könne. Es seien viele Seelen, die nur auf das Gebet ihrer Kinder warten. Sie sagte auch, dass man nach jedem Rosenkranz die Anrufungen »Du Große, du Getreue, du aller Gnadenvermittlerin« beten solle. Als die Erscheinung zu sprechen aufhörte, war plötzlich eine große Schar von Engeln um sie her. Sie hatten lange weiße Kleider an, knieten auf der Erde und verneigten sich tief. Sie beteten ein Preisgebet zur allerheiligsten Dreifaltigkeit. Zuerst beteten sie ein Preisgebet zum Vater. Als das Gebet zu Ende war, forderte der Engel Bärbel auf, es nachzubeten. Sie betete es nach. Nach dem Amen sprach der Engel, »Du große Gnadenvermittlerin«, Bärbel antwortete, »Bitt für uns.« Dann folgte ein Lobpreis auf den Sohn. Bärbel betete wieder nach. Auf die Anrufung, »Du getreue Gnadenvermittlerin«, antwortete Bärbel wieder, »Bitt für uns.« In gleicher Weise folgte ein Lobpreis auf den Heiligen Geist mit der Anrufung, »Du aller Gnadenvermittlerin«, worauf Bärbel antwortete, »Bitt für uns.« Während Herr Pfarrer Humpf und seine Schwester bei der Zwiesprache Bärbels mit der Erscheinung nichts vernahmen, sondern nur sahen, wie sie die Lippen bewegte, hörten sie Bärbel das Preisgebet zur allerheiligsten Dreifaltigkeit deutlich und in fließendem Rhythmus sprechen. Heil dir, ewiger Herrscher, lebendiger Gott, allzeit gewesener, furchtbarer und gerechter Richter, immer gütiger und barmherziger Vater, dir werde neu und alle Zeit Anbetung, Lobpreis, Ehre und Herrlichkeit durch deine sonnengehüllte Tochter, unsere wunderbare Mutter. Heil dir, geopferter Gottmensch, blutendes Lamm, König des Friedens, Baum des Lebens, du unser Haupt, Tod zum Herzen des Vaters, ewig aus dem Lebenden geborener, in Ewigkeit mit dem Seienden herrschend. Dir werde neu und alle Zeit Macht und Herrlichkeit und Größe und Anbetung und Sühne und Preis durch deine makellose Gebärerin, unsere wunderbare Mutter. Heil dir, Geist des Ewigen, allzeit Heiligkeit strömende, seit Ewigkeit wirkend in Gott, du Feuerflut vom Vater zum Sohn, du brausender Sturm, der du wehest Kraft und Licht und Glut in die Glieder des ewigen Leibes, du ewiger Liebesbrand, gestaltender Gottesgeist in den Lebenden, du roter Feuerstrom vom Immerlebenden zu den Sterblichen, dir werde neu und alle Zeit Macht und Herrlichkeit und Schönheit durch deine sternengekrönte Braut, unsere wunderbare Mutter. Dann wurde Bärbel aufgefordert, mit der Erscheinung den Immaculata-Rosenkranz zu beten. Die Erscheinung sagte immer, Amen,
und betete, dass Ehre sei, ganz allein. Dabei verneigte sie sich tief, ebenso alle Engel. Dasselbe geschah beim Namen Jesu. Nach dem Rosenkranz gab die Erscheinung den Segen wie im Mai. Sie breitete die Hände zum Segen aus. Dabei sprach sie ein Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit, das sich Bärbel nicht wörtlich merken konnte. Sie betete für die Kirche, dass diese ihre Stellung anerkennen und den Willen des Vaters achten möge. Sie bat den dreieinigen Gott, dass er die Kirche durch sie segne und den Frieden vermitteln möge. Die Erscheinung war von Anfang an viel schöner und verklärter als im Mai. Sie war so gut und freundlich. In ihrem Gesicht lag etwas wie ein großer Schmerz. Sie klagte darüber, dass ihre Kinder sie verlassen und dass sie sie deswegen nicht zum Heiland führen könne. Das sei für sie ein großer Schmerz. Als die Engelschar zu beten anfing, wurde die Erscheinung noch viel schöner, ganz klar und licht. Die dreifache Strahlenkrone über ihrem Haupt war so hell und groß, dass sie den ganzen Himmel bedeckte. Als die Mutter Gottes den Segen gab, streckte sie die Hände aus wie der Priester vor der heiligen Wandlung. Dabei sah Bärbel von ihren Händen lauter Strahlen ausgehen, die durch die Engel hindurchgingen und auch durch sie selbst und nach oben weiter zum Himmel. Die Strahlen gingen dann auch von ihrer ganzen Gestalt aus und durchdrangen alles, was ringsum war, wie ein Sonnenstrahl durchs Fenster leuchtet. Die Erscheinung war ganz hell und durchsichtig geworden. Sie war so unbeschreiblich schön und rein. Bärbel hatte alles um sich herum vergessen. Sie wusste nur das eine, dass dies die Mutter des Heilandes war. Sie strahlte einen Glanz aus, der ungleich heller war als der Glanz der Sonne. Bärbel war wie geblendet, so dass sie ihre Augen abwandte. Und dann war auch schon die Erscheinung und mit ihr alles Helle und Schöne verschwunden. Von den Visionen und den sie begleitenden Reden sahen und hörten Herr Pfarrer Humpf und seine Schwester Anna nichts. Nicht einmal die Fragen von Bärbel. Sie hörten nur das Engelsgebet zur allerheiligsten Dreifaltigkeit, das Herr Pfarrer Humpf mitstenografierte.